So, meine lieben Zuschauer, da sind wir wieder zum heutigen Nachmittags-JFD Live-Trading am 14. Mai, 16:40 Uhr. Die Amerikaner sind in den Markt gestartet vor über einer Stunde und können ihre Anfangsgewinne weiter ausbauen. Wir schauen heute hier speziell auf den Nasdaq 100. Warum? Weil der recht interessant daherkommt. Beginnen wir hier mit dem Stundenchart. Da sahen wir unlängst hier diese Mehrfachbestätigung dieser Abwärtstrendlinie. Mitsamt gestrigen Rückfall unter diese und der Annahme, dass der Markt eben hier durchaus weiter zurücksetzen könnte. Das tat er auch durchaus, insbesondere durch die schwächere Entwicklung zum Handelsschluss, nahezu unbegeistert. Letztlich ging der Nasdaq dann hier vom Handel, also nichts mit Ausbruch. Dann oszillierte er mehr oder weniger in der Asia-Session seitwärts, um dann hier 9 Uhr ähnlich dem DAX praktisch neues Reaktionstief zu machen, aber dann hier steil nach oben hoch zu schießen. Das hier ist die 24-Stunden-Indikation vom Nasdaq 100 und insofern eben hier dann auch immer das Nachtrauschen mit dabei. Grundsätzlich der Index dann hier im Vorfeld der positiven Entwicklung der europäischen Handelsmärkte hier weiter nach oben gelaufen und jetzt ist der Trendlinienbruch ganz klar vollzogen. Da gibt es überhaupt keine Zweifel und wir sind jetzt auch hier über dieses Widerstandslevel rausgezogen und haben eben auch jetzt hier ein neues Mehrtageshoch ausgebildet. Das ist eine sehr, sehr bullische Konstellation. Also hier der Fall muss weg, nach dem Motto, wir gehen jetzt wohl tiefer. Das hat sich erübrigt und der Nasdaq versucht sich hier am Ausbruch. Wichtig ist jetzt eben, dass das Ganze hält, dass das Ganze weiter getragen wird nach oben. Wir hatten vorhin auch im Stream die Apple-Aktie ja analysiert. Die sieht nicht minder bullisch aus. Also es dürfte sich hier, und die Apple-Aktie hat hier eine Gewichtung im Nasdaq-Index, sowohl auch im Dow Jones. Die ist nicht von ungefähr und insofern kann sich das Ganze hier durchaus noch ein Stück weit fortsetzen. Rein technisch gesehen haben wir hier über den heutigen Tageshochs in dieser Zone um 4.477, 4.478 auch eine obere deckelnde Trendlinie zu verlaufen. Das heißt, wenn der Index jetzt hier wirklich weiter nach oben schießt, dann wäre das ist dann doch eine enorme Tagesperformance, wenn er das tatsächlich vollzieht, aber dann wäre hier im Bereich 4.480, 4.485 wohl Schluss und dann dürfte hier eine Konsolidierung Einzug halten. Grundsätzlich aber hier der Bias jetzt eigentlich tatsächlich wieder auf bullisch eingedreht und das lässt vermuten, dass wir hier noch nicht fertig sind, sozusagen, dass die Märkte jetzt, gerade der US-amerikanische Raum, hier durchaus ein Stück weit anziehen dürfte, wenn es denn hier auch so bleibt und nicht wieder irgendein Störfeuer kommt, was letztlich mehr oder weniger hier die sich andeutend positive Stimmung wieder eintrübt. Ich gehe jetzt dann gleich mal auf den Tageschart zum Index. Da ist nämlich die ganze Situation noch ein Stück weit interessanter zu sehen. Und gestern eben hier auch die Mutmaßung, dass wenn wir die Trendlinie hier nicht überwinden können, dass es eigentlich schon ein sehr, sehr negatives Bild ist. Und wir sehen auch diesen Art Shooting Star, also diese Umkehrkerze. Sicherlich sehr unfreundlich kam diese daher, aber mit der heutigen Kerze, mit dem neuen Mehrtageshoch, wird das hier alles relativiert. Jetzt ist eben wichtig, dass wir hier neben den Intraday-Widerständen, die wir gerade hatten, uns hier weiter nach oben etablieren können und Preise über 4.475 wären hier durchaus Stein des Anstoßes anzunehmen, dass der Markt jetzt hier bereit ist, um weitere Verlaufshochs zu markieren. Wir werden auch hier diesen Trendkanal reinnehmen. Jenen, den wir hier praktisch können wir hier die Linie noch ein Stück weit anziehen, um das ranzuziehen, aber es lassen sich zwei Trendkanäle sozusagen in Einklang bringen. Und hier haben wir auch das Widerstandslevel 4.477, 4.478. Das ist hier ein Stück weit hochgenommen. Hier, das sehen Sie an diesen Kerzen, an diesen Stundenkerzen. Hier das, der Close, hier das Opening, hier wieder das der Close, hier wieder das Opening. Das ist hier so ein untergeordnetes Level, was man im Stundenchart sehr, sehr schön sieht. Aber hier dieser Horizontalbalken der Breite, der rührt ja hier auch noch von dem Verlaufshoch vom März, schrägstrich von den Hochs hier von Anfang März her. Und das ist natürlich hier eine Situation, wenn wir uns hier auf Tagesbasis darüber etablieren können, dann sieht das eben hier mal ganz klar bullisch aus. Wir haben auch die Situation, dass der Markt jetzt natürlich schon ein Stück weit nach vorn geschossen ist. Ich will gerade mal den Check, sehe ich hier gerade den Index nicht in seiner Range, aber grob gesprochen sind wir natürlich von der Range schon relativ gut gelaufen und
Nichtsdestotrotz spricht viel dafür, dass der Index hier diesen Momentumschub aufrechterhält. Selbst wenn wir hier ein Stück weit konsolidieren, sehen wir hier im Tagesschart die Situation, dass wir hier oberhalb dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie, oberhalb dieses Bereichs von 4435, eben diese Zone hier in einem bullischen Fahrwasser bleiben. Selbst stärkere Rücksetzer würden jetzt hier im Prinzip technisch gesehen Kaufgelegenheiten darstellen. Wenn diese nicht kommen, dann ist es natürlich hier noch viel bullischer zu sehen. Das heißt, dann sehen wir sicherlich nur einen Rücklauf, wenn er denn überhaupt kommt, hier in diese aktuelle Zone. Aber das Bild deutet sich hier sehr, sehr bullisch an. Faktisch muss man aber auch interpretieren, wäre das natürlich passé, wenn es der Index nicht schafft, die heutigen Früchte der Performance auch am morgigen letzten Handelstag der Woche weiter auszuarbeiten oder auszubauen, vielmehr. Also soll heißen, hier ein Close unter dem Tief 4416 wäre sicherlich schlecht, denn Sie sehen ja auch hier, wir haben diese Aufwärtstrendlinie. Die wäre mit der morgigen Tageskerze und Preisen unter 4416 eben in Gefahr. Und dann müsste man davon ausgehen, dass der Index dann eben hier doch wieder Richtung 4350 abkippen könnte. Wo bemerkt abkippen könnte, da ist noch nichts sicher. Denn wir schauen uns mal hier die Saisonalität vom Nasdaq 100 Index, dem E-Mini, Future-Kontrakt an. Und der zeigt im Prinzip, auch wenn wir jetzt hier einen kleinen Dip nach unten erwarten können, eine relativ bullische Phase, die uns jetzt hier in den Anfangsmonaten von Juni, Juli, in den Anfangssommermonaten jetzt hier ereilen könnte. Und das spricht im Prinzip jetzt hier für ein mögliches Ende der Konsolidierungsbewegung. Die Technologiewerte ja ohnehin schon seit längerer Zeit stabil, gerade im Vergleich zum S&P 500 oder auch Dow Jones und DAX ja insbesondere. DAX hier zurzeit mit einer sichtlich relativen Schwäche wieder versehen. Die US-Amerikaner haben ja schon seit mehreren Tagen immer wieder versucht, einen Ausbruch zu starten. Der Technologieindex Nasdaq 100, wie gesagt, macht dies heute und scheint sich hier wohlzufühlen. Und insofern scheinen für die nächsten Tage weitere Kursgewinne möglich. Und gemäß Saisonalität könnte das sogar noch ein richtiges Fest werden, wenn wir denn hier wieder über das letzte Hoch hinausziehen. Hier oben bei 4816 wartet ja das Allzeithoch. Das heißt, wir haben hier noch ein ganzes Stück weit vor uns, wenn wir denn das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 touchieren, attackieren, überwinden wollen. Aber die Tendenzen sind bis dato hier freundlich. Das heißt, wir haben diesen langfristigen Aufwärtstrend, langfristig insofern seit Anfang des Jahres. Sie sehen hier diese Aufwärtstrendlinie mit mehreren Auflagepunkten. Die ist verteidigt worden, auch mit ein Stück weit Gefahr in der letzten Woche. Jetzt haben wir einen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal. Das Bild vom Nasdaq 100 eindeutig bullisch. Warten wir ab, ob es so bleibt. Morgen werden wir den wieder unter die Lupe nehmen oder gegebenenfalls dann auch nochmal den S&P 500 betrachten. Aber heute schien mir hier der Nasdaq wesentlich interessanter. Gut, liebe Zuschauer, das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann morgen wieder. Neuer Markt, neuer Tag, neues Glück. Wir werden sehen, was auf uns zukommt. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.